Das ist das offenste Auto, was es so gibt gerade im Moment. Wieso? Du meinst, dass das Fahrzeug hat neu knapp eine Mille gekostet? Und jetzt zwei. Und jetzt kostet er zwei. Aber hier musst du live vorstehen, um diese geballte Power und Aerodynamik zu spüren. Ja. Grip das Motormagazin. Wie krass ist das denn? Wir feiern heute das große Jubiläum in der Motorworld München und alle sind mit dabei. Matthias, Hamid, Philipp, Det und ich bin Gordian und ich bin auch dabei. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, Sepp Müller stellt noch ganz kurz das Schild da unten auf. Ich glaube, ich habe gerade reißen. Ne? Hast du Rücken? Ja, und weißt du was, ich muss mich zu tief bücken. Genau, musst du jetzt nicht mehr, denn wir werden uns jetzt ein paar schicke Autos angucken. Wir feiern nämlich 15 Jahre Grip heute Abend in der Motorworld. Also wir haben hier, wie viele Autos haben wir? 1, 2, 3, 4, 15, 20 Autos, sowas. Ja. Haben wir hier hergestellt, damit wir so ein bisschen ein Konglomerat, so eine Mischung von allem, was wir alle geil finden. Ich sag mal so. Weil wir sind nicht nur wir zwei, ne? Dein Herz auch noch Rennen. Hamid macht auch noch einen, aber es geht ja, es muss ja für jeden was dabei sein. Genau. Da. Und da hinten steht ein Auto, ist das wirklich richtig heftige Nummer? McLaren sagt dir was. Oh, saß ich schon mal drin, habe mir fast den Hintern verbrannt, aber vom Heckbereich. Aber noch nicht in dem Auto, weil das ist ein McLaren Elva. Das ist das offenste Auto, was es so gibt gerade im Moment. Es gibt von Ferrari gibt's auch noch so einen. Kann man hier nicht den Deckel drauf machen? Dieses Fahrzeug hier. Was soll das? Um Gottes Willen. Ach du lieber Gott. So. Steigst mal auf die Bremse, hast du schon mal gehört? Nee, geht das? Junge, das ist geil. Jetzt mach mal machen einen. Wir den noch an. Halleluja, ich bin auf neutral. Warte. Mach mal auf Race hier. Wo geht das nochmal? Nee, pass auf, ich will hier kein Unglück machen. Mach mal ein bisschen Gas. Schön auf der Bremse. Ganz kurze. Ja, genau. Ganz kurze. Du die Blähung gehört? Das finde ich gut. Das mag ich. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto mit 150 auf der Autobahn. Ja, da habe ich eine Bindehautentzündung. Nee, hast du nicht. Meinst du nicht? Weil du hast ja deine Brille auf. Das wendet natürlich die Extremen. Die Aerodynamik ist extra so gemacht, dass das hier drüber geleitet wird.
Wenn du dich so ein bisschen runterlegst, dann ist hier alles geil. Das kann doch nicht wahr sein. Geil, dass du da bist. Sag mir einmal den Wert von dem Fahrzeug. Aktuell, Verkaufspreis war über, knapp unter 1 Million, ne? Unter 1 Million. 800, 900.000? Der liegt jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, zwischen 1,8 bis 2,1. Wieso? Du meinst, dass das Fahrzeug hat neu knapp eine Mille gekostet? Und jetzt 2. Und jetzt kostet er 2. Genau. Ja, das ist ja besser als Sparkasse. Investition. Ja. Danke, Frau Motorworld. Sie hat einen Applaus verdient. Ohne diese Dame wären wir nicht hier. Chef im Revier. Chef im Revier. Meinst du, du kommst dann? Jetzt bin ich wieder dran. Ja, jetzt kommt was ganz Schickes, Elegantes. Ja. Jetzt kommt was Asiatisches. Wie heißt du? Mike. Ich bin Det. Matthias. Mahlzeit, hallo. Das ist dein Fahrzeug. Ja, das ist mein Datsun 260Z. Hast du lange dran gespart oder lange dran geschraubt? Lange dran geschraubt. Beides, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, so wie der da steht. 2 Jahre, 3000 Stunden. 2 Jahre, 3000 Stunden. In den 2 Jahren die 3000 Stunden. Wir haben hier ein ganz besonderes Fahrzeug. Hast du Knieschoner an? Ja, immer. Dann kommen wir mit runter. Datsun. Ja, das sehe ich auch von oben. 260Z. Ja, das ist der Vorgänger. Es muss nicht immer, vom 280er. Genau. Es muss aber nicht immer Porsche 911 sein. Richtig. Der Asiat hat auch richtig einen rausgehauen. Das ist richtig geil. Das ist richtig schön kurz, kompakt. Die Form ist Sex pur, wenn du mich fragst. Also, ja, was ist das hier? Was ist das denn Baujahr? 78? 74. Das ist mein 74. Baujahr. Also ich bin 75. Ja. Hey. Haha, Philipp. Hi. Pass auf. Was für euch. Digga, jeder kommt in das Video einfach so reingefliegt. Das mag ich sehr gerne. Wir crashen das. Das mag ich hier richtig gerne. Ey, kannst du mal einen Deckel aufmachen? Klar. 6-Zylinder-Reihenmotor. Dann sehe ich hier eine optimierte Ansaugbrücke. Oh, Einzelvergaser. Wer kriegt die denn so schön synchronisiert? Oder ballert ihr auch? Das kannst du. Ja. Du bist gar kein Bäcker. Nee, aber man probiert einfach aus. Ne? Dann stimmt das auf seinen eigenen Fahrstil ab. Hast du Learning by Doing gemacht, oder was? Nicht Learning by Doing. Also du bist kein Automechaniker. Du bist kein Automechaniker. Das ist krass. Respekt. Dürfte Onkel Matthias einmal auf dem Hocker? Nee, du startest. Ich starte. Das will ich von dir. Ich habe gesagt, dreimal pumpen vorher. Ja, genau. Aber das will ich von dir sehen, ganz ehrlich. Achtung, Achtung. Bei alten Schätzchen, finde ich, muss jetzt das der Besitzer ganz stark sein. Hier passiert gleich was. Und komm. Ah! Was ist geil! Ja! Ah! Ja! Danke, danke! Und ich sag mal so, wir haben Termine. Hamid macht weiter. Komm, ciao! Alter, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Okay. Bitte. Bitte. Ist ein 54er, einer der ersten Roadsters. Okay. Was schätzt du an Wert, wie er hier steht? Also das Ding ist ja, das ist wie eine Aktie. Die gehen mal hoch, mal runter. Und mit mal hoch und runter meine ich, manchmal sind sie bei 1,5 Millionen, manchmal sind sie bei 800.000. Okay. Aber bei 800.000 sind wir schon lange vorbei. Irgendwie zwischen 1,2 bis 2 Millionen Euro. Der Flügeltürer davon ist aber das sichere Invest. Der ist stabiler oder würdest du auch nicht sagen? Es ist Geschmackssache. Eigentlich muss man beides haben. Ja, kennt man. Aber allein, wenn du die Karosse dir anschaust, ja, ja, diese Stelle musst du dir genau anschauen, weil das ist eigentlich rangeschraubt und dann wird es ranlackiert. Mhm. Und dann platzt es hier immer. Das haben sie ziemlich geil gemacht. Dann natürlich in Elfenbeinweiß. Innenrot, der Klassiker. Ich finde generell bei dieser Baureihe 50er Jahre die Optik. Ja. So, was man da, ich versuche immer so zu vergleichen, was das wohl heutzutage so für ein Auto wäre. Würdest du sagen, es gibt heutzutage ein Auto, was vielleicht in 70 Jahren ein ähnliches, also dass du da so auch vorstellst, sagt, Alter, das Ding, jeder andere ist ein Käfer gefahren in 50er Jahren so ungefähr, ne? Und dann so ein Auto. Du darfst da nicht anders sagen, das ist 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Das ist krass. Das Auto ist und bleibt legendär. Aber jetzt gehen wir mal zu deinem Part. Wertanlage. Alter, der hier, Nissan GT-R. Hier brauchen wir auf jeden Fall einmal den Besitzer dazu. Moin. Hallo. Immer noch die Ghetto-Faust. Ah ja, immer noch. Aber wo liegen die jetzt preislich? Also die kann man nicht mit dem normalen vergleichen. Das ist jetzt zum Beispiel ein sogenanntes Bond of One. Also für das, ich nenne es Final Edition, das ist ein Key-Spec. 570 PS. Genau. Achso, der ist so vom Werk. Ja, ja. Aber wo liegt der preislich? Du musst doch irgendwie. Was ist, wenn ich den jetzt kaufen würde? Wenn Philipp mir Geburtstag geschenkt hat. Philipp, ich habe am 5.12. Geburtstag. Ich hätte jetzt vorsichtig geschätzt, weil es ist ja immer wieder krass, wie stark diese GTR-Szene in Europa ist, gerade was die alten Modelle angeht. Ne? Ja. Die kosten ja auch alle R34 mittlerweile, 100.000 plus und so weiter. Ne? Keine Ahnung, ich hätte jetzt was gesagt, irgendwas so zwischen 250, 300. Fast verdreifacht. Verdreifacht? Fast. Also ich glaube, wenn wir heute über 600-700 reden, reden wir in einem Monat über 700-800. Das ist unfassbar, was bei den Autos passiert. Alter, für das Geld kriegst du ein 458 Aperta, limitiert auf 499 Stück. Für das Geld kriegst du aktuell 812 GTS, also alles im Ferrari-Segment.
Und es ist eins der wenigen Autos bis heute, was über die Jahre kaum verändert wurde. Ja, das ist genau. Nimmst du einen 10 Jahre älteren GTR, der sieht ja bis auf ein bisschen Scheinwerfer und ein bisschen Stoßstangen wirklich ähnlich aus. Es war auf jeden Fall in der Tuning-Szene sofort das Auto. Ja. Ja. Und was hast du da stehen? Nismo. Sieht man sofort Carbonhaube, ne? Nismo ist schon, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, Nismo ist schon krass, weil als Beispiel nur so eine Nismo-Stoßstange, wenn man die einzeln nachkaufen will, ne? Liegt glaube ich auch irgendwo bei 10.000 Euro so in dem Dreh. Also ich kann mich erinnern, so vor 7-8 Jahren, als die ersten Nismos in dem Bereich rauskamen, ich glaube 140.000, habe ich gesagt, ihr habt doch eine Marke 140 für einen R35, der glaube ich 20 Kilo weniger wiegt, vielleicht 20 Kilo mehr hat. Mittlerweile ist das der heilige Gral. Also die sind wohl nur 7 in Europa angekommen von den letzten. Und das einzigste in Deutschland in Sport. Können wir mal aufmachen? Ja, natürlich. Alles schön mit Alcantara hier. Komm, Philipp, setz dich doch mal rein. Komm, Philipp. Ist das Auto schon verkauft? Nein. Oh, Philipp. Also, was halt, das ist jetzt Baujahr 21 oder was für ein Baujahr ist das dann? Man spricht von 21, 5, 22. Also tatsächlich einer der letztgebauten. Jetzt gibt es aber gar keine mehr. Es ist ausgelaufen. Ne? Viele Jahre, über 10 Jahre. Eigentlich hier drin ja wirklich nicht viel geändert. Ja, so, ja das ist das natürlich Geile. Mal ein neueres Lenkrad, natürlich mal ein größeres Display und so weiter. Aber so vom Grundkonzept. Es gab noch ein Auto, was so lange produziert wurde und gar nicht geändert wurde, nur in Sachen Motorisierung. Wisst ihr das? Nein. Der SL. Der 107er SL. Ja. Oh ja. Der 107er, ja. Also wir fassen zusammen, jeder, der noch ein bisschen Geld auf dem Konto liegen hat, mittlerweile über 600.000 Euro für den. Krass. Also und hier für den Nispo? Ähnlich. Auch schon ähnlich. Ja, ja. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. So, vielen Dank. Vielen Dank, dann kriegst du die Ghetto Force noch ein letztes Mal. Danke dir. Viel Spaß noch. Also, komm mal mit, Philipp. Guck dir das mal an. Mhm. Alter, diese Sterne, die du hier siehst, die sind lackiert, handlackiert. Ja. Vor allem, da stelle ich mir immer die Frage, wie machen die das wohl im Werk? Weil du musst ja eigentlich alles andere abkleben, ja, klar. Um das lackieren zu können. Das heißt aber, das kannst du ja auch nicht irgendwie so schlecht abkleben, sondern es muss ja wirklich wie perfekt foliert sein. Ja, absolut. Aber dieses Auto kannst du fotografieren, wie du willst, aber hier musst du live vorstehen, um diese geballte Power und Aerodynamik zu spüren, oder? Ja. Und dann gab es noch mal ganz, ganz spezielle, das ist einer davon, den haben sie nur geklebt. Mhm. Mercedes hat dann, als Niki Lauda verstorben ist, nochmal eine Handvoll Autos rausgebracht, wo die einen Stern auf dem Tankdeckel in Rot lackiert haben. Und deswegen ist dann fast jeder P1-Besitzer nachgegangen und hat dann rot geklebt. Aber das ist jetzt nicht echt. Ich hätte bei so einem Auto gedacht, dass die Besitzer das nicht machen. Ich hätte gedacht, so, entweder hast du da einen Original. Vielleicht oder ist er Niki Lauda-Fan, dann hat das für Niki Lauda gemacht. Also dieses Auto in der Garage zu haben, ist Champions. Mhm. Okay. Weil wir die ganze Zeit immer über Geld gesprochen haben, Wert, so wie er hier steht. Oh, er liegt jetzt so ungefähr bei 850 bis 1 Million. Wenn du überhaupt einen bekommst, weil Mercedes guckt mit 8 Augen auf die Besitzer, wer dieses Auto alles bekommen hat. Sobald so ein Auto auf dem Markt landet, wissen die sofort, aha, wer war das? Mhm. Und er wird sofort gecheckt, dann, wenn es rauskommt, wer das war, der bekommt sein Leben lang nie wieder ein Mercedes. Nie wieder ein Auto, ne? Nie wieder ein Auto. Weil man dieses Auto neu eigentlich gar nicht kaufen konnte. Nee, nur wenn du den Project One bestellt hast. Mhm. Nur wenn du den Project One bestellt hast, hast du den quasi optional dazu kaufen können. Hast eine Freigabe dafür gehabt. Krank. Krass, oder? Krank. Ja. Jetzt gehen wir aber feiern. Aber erster Drink geht auf dich. Ich nehme nur ein stilles Wasser. Whisky-Cola für Philipp. Fairer Deal. Ich nehme Bier.